Ja, hallo und herzlich willkommen. Jetzt zum vierten Video der Videoreihe Integration. Wir betrachten jetzt Beispiele zur Substitutionsregel. Das machen wir ganz analog zum zweiten Video, anhand diesen Schritten, die dort erklärt wurden. Wir fangen jetzt gleich mit einer Aufgabe an. Dabei handelt es sich hierbei um ein unbestimmtes Integral, was wir lösen wollen. Das Integral lautet ln von Wurzel x. Im ersten Schritt überlegen wir uns wieder, mit welcher Funktion wir hier substituieren. Bei diesem Integral bietet es sich an, mit Wurzel x zu substituieren. Das heißt, wir schreiben y ist gleich Wurzel x. Daraus folgt auch unmittelbar, x ist einfach y². Jetzt bilden wir noch die Ableitung, also dy nach dx. Diese nach den Ableitungsregeln ist einfach 1 durch 2 Wurzel x. In Schritt 2 stellen wir jetzt diese Gleichung hier nach dx um. Daraus folgt dann sofort, dass dx gleich 2 mal Wurzel x dy ist. Im dritten Schritt betrachten wir jetzt die gegebene Integralfunktion ln von Wurzel x dx und setzen jetzt für dx den aus Schritt 2 enthaltenen Ausdruck ein. Also folgt, dass ln von Wurzel x dx gleich ln von Wurzel x mal 2 Wurzel x dy ist. Diesen Ausdruck hier können wir jetzt noch mit den in Schritt 1 aufgestellten Gleichungen vereinfachen. Diesen Ausdruck müssen wir jetzt noch in eine Funktion umwandeln, die nur von y abhängt. Mit Hilfe der in Schritt 1 gemachten Gleichung, y ist gleich Wurzel x bzw. x ist einfach y², können wir dieses jetzt in diese Gleichung für diese Wurzel x einsetzen, sodass wir letztendlich erhalten ln von y mal 2y dy. Dieser Ausdruck hängt nur noch von y ab, das heißt, wir haben alles richtig gemacht. Mit Hilfe von Schritt 4 erhalten wir jetzt unser neues Integral. Dieses ist auf den ersten Blick vielleicht nicht einfacher zu lösen, aber zum Beispiel mit der partiellen Integration machbar. Dieses Integral wurde mit der partiellen Integration im vorherigen Video einmal durchgerechnet. Das könnt ihr euch gerne dazu anschauen, um hier weiterzurechnen. Wir übernehmen jetzt einfach die Lösung aus dem vorherigen Video, um mit Schritt 5 weiterzumachen. Die Lösung ist einfach y² ln von y minus 1/2 y². Im letzten Schritt muss jetzt noch eine Rücksubstitution durchgeführt werden. Das heißt, wir setzen in den Ausdruck aus dem Integral für y einfach wieder Wurzel x ein. Am Ende erhalten wir dann einfach x mal ln von Wurzel x minus 1/2 x, was jetzt die Lösung der Aufgabe ist. Jetzt wollen wir noch überprüfen, ob unsere erhaltene Funktion noch wirklich eine Stammfunktion für ln von Wurzel x ist. Dazu führen wir jetzt eine Probe durch, indem wir die Ableitung bilden. Die Ableitung ergibt sich hier für den vorderen Term als Produkt mit der Produktregel. Für den hinteren Term erhalten wir einfach hier minus 1/2. Weiterhin müssen wir jetzt diesen Teil mit der Kettenregel ableiten. Dann erhalten wir diese Gleichung. Wie ihr seht, kürzt sich hier ein x raus, sodass wir am Ende 1/2 hier stehen haben und sich dieses 1/2 mit dem minus 1/2 am Ende wegkürzt. Es bleibt also lediglich ln von Wurzel x übrig. Damit haben wir gezeigt, dass wir auch wirklich eine Stammfunktion für ln von x gefunden, Wurzel x gefunden haben. In einer zweiten Aufgabe wollen wir uns nochmal ein bestimmtes Integral anschauen und gucken, wie wir das mit der Substitutionsregel lösen können. Dazu schauen wir uns einmal dieses Integral an. Das Integral lautet e hoch x durch 1 plus e hoch x dx in den Grenzen 0 bis 2. Hier sieht man schon, dass es sich um ein bestimmtes Integral handelt, da explizit Grenzen angegeben sind. Im ersten Schritt überlegen wir uns wieder, mit welcher Funktion wir substituieren. In diesem Fall bietet sich an, mit y gleich 1 plus e hoch x zu substituieren. Man könnte auch denken, wenn man sich die Funktion anschaut, dass man einfach mit e hoch x substituiert. Das ist auch möglich, aber wenn man jetzt mit 1 plus e hoch x substituiert, werdet ihr sehen, dass man dann einen Schritt weniger hat. Jetzt müssen wir im ersten Schritt noch die Ableitung bilden, also dy nach dx. Und das ist einfach e hoch x. Für den zweiten Schritt formen wir jetzt diese Gleichung hier wieder nach dx um, sodass wir am Ende erhalten, dx ist gleich 1 durch e hoch x mal dy.
Im dritten Schritt betrachten wir wieder e hoch x durch 1 plus e hoch x dx und setzen für dx jetzt den aus 2 gewonnenen Ausdruck ein, sodass wir am Ende erhalten e hoch x durch 1 plus e hoch x mal 1 durch e hoch x dy. Hier sieht man schon, dass sich diese 2 e hoch x kürzen. Weiterhin kann man diese Gleichung hier auch nach dy umformen. Dy wäre dann einfach e hoch x dx. Das ist ganz hilfreich, man hätte dann nämlich hier diesen Ausdruck einfach hier unten einsetzen können, sodass man gleich auf diese Form hier kommt, beziehungsweise wenn wir jetzt noch wieder für 1 plus e hoch x y einsetzen, auf diese Form. Jetzt haben wir wieder einen Ausdruck, der nur von y abhängt, das heißt, wir haben wieder alles richtig gemacht. Im nächsten Schritt erhalten wir jetzt wieder unser neues Integral, dass wir in Schritt 5 jetzt nur noch unsere Grenzen einsetzen müssen, da es sich ja um ein bestimmtes Integral handelt. Hierbei ist jetzt besonders zu achten, dass man die Grenzen mit substituiert. Ich habe hier nochmal zur Erinnerung die Funktion, mit der wir substituiert haben, aufgeschrieben. Y ist gleich 1 plus e hoch x. Deswegen entstehen jetzt diese Grenzen. Dieses Integral lässt sich jetzt einfacher lösen. Wir wissen, dass die Stammfunktion von 1 durch y der Logarithmus von y ist, sodass sich letztendlich für dieses Integral der Logarithmus von y in den Grenzen 2 und 1 plus e Quadrat ergibt. Nach dem Hauptsatz ist das nichts anderes als ln von 1 plus e Quadrat minus ln von 2. Und mit Hilfe der Logarithmusgesetze kann man das auch umschreiben zu ln von 1 plus e Quadrat halbe. Und damit haben wir auch den Wert des bestimmten Integrals ausgerechnet.